Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 3 Co-op. Hallo zurück. So, immer noch bei diesem schönen Audiogerät. Gerade die Tür geöffnet. Okay, dann lassen wir erstmal hier reingehen, wo wir gerade diesen Schlüssel benutzt haben. Wenn Sie diesen Film sehen, bedeutet das, dass die Isolierung... Den Film habe ich jetzt schon 3 oder 4 Mal gesehen. Und rein, was gibt's da wohl wieder für schöne Specials? So, fängt super an mit Munition. Da liegt es. Was ist es? Kann ich 2 Feuerrate minus 1 Schaden. Ah, scheiße. Was haben wir? Ein Repartierer. Das hat sich jetzt nicht gelohnt. Nee, auf jeden Fall nicht. Da hätten wir uns das Wolfram sparen können. Wenn Sie diesen Film sehen, bedeutet das, und dass das fünfte Mal sehe ich diesen Film. Vorsichtsmaßnahmen notwendig geworden. Weiter geht's in die nächste Rehtür. Das ist ja wie beim Rummel. Wir wissen, dass wir keine Rinder. Los, wir drehen uns im Kreis. Wir sind hier beim Glücksrad. Wo kommen wir raus? Okay. Die Dinger, die verstecken sich ja echt. Das gibt's nicht. Los, guck mich an. Die Dinger sind aber ganz schnell. Her. Okay, los, zeig euch. What the fuck? Als ob die nur mit uns spielen wollen. Die wollen uns, glaube ich, verarschen. Wieso? Will uns doch abhauen und so? Das ist nicht schnell. Hallo, ist das hier? Wow, ich wurde umgerissen. Hilf mir! Du hast mir nicht geholfen, ich lag doch direkt neben dir. Ich hab die ganze Zeit auf das Viech geschossen. Die Sau. Ich glaube, man muss ja mal mit der Rolle irgendwie lass mal zusammenbleiben. Okay. Schatzviecher, jetzt will ich aber eine Pumpe raus. Gibt's das Festbrett? Scheißviecher. Die Sounds von den Viecher sind echt krass. Da oben lang rennt, ist da oben lang rennt gerade. Das große Viech oder was? Ja. Lass mal alles einsammeln, was wir hier so. Ja. Und dann würde ich sagen, hacken wir die Tür. Ständig diese komische Wabbelgeräusch da. Ja, wir werden wohl noch irgendwann rausfinden, was das ist. So, dann los, hacken wir mal die Tür. Und da überall noch Kisten. Na, richtig. Geht. Richtig gucken. Aber ist egal, gut. Okay, jetzt muss ich erstmal wieder da. Okay, ich bin dran. Moment, du bist da. Was haben wir denn diesmal?
So, herzlich willkommen bei Let's Play Backgammon. So, das erste wurde gemacht. Und dann geht's direkt runter. Und dann komme ich da nicht lang und G muss so gehen. Okay, gemeistert. Und zurück und zack. Voila. System reloaded. So. Dann geht's in die Städte NX03. Kein Zutritt für Unbefugte. Auf die Tür hier. Ich würde ja sagen, wir sind sehr befugt hier reinzugehen. Oder was hältst du davon? Sure. Komm mal auf die Tür hier. Ach, da wartet uns hey Leute, woran die hier auch immer experimentiert haben, anscheinend ist es aufgestanden und hat das halbe Lager mitgenommen. Oh nein, was ist mit den Sensorteilen? Drei Teile, richtig? Naja, vielleicht irre ich mich, aber ich sehe mich mal um. Okay, dann sehen wir uns mal um. Okay, mein Munitionsclip ist voll. Okay, ich gehe mal hier unten gucken, was hier so ist. Auf jeden Fall sehr schön hier aus. Okay, hier geht's nicht weiter runter. Dann werden wir wohl die Leiter benutzen müssen. Ist ja noch eine Kiste oder sowas, die man ansaugen kann. Und guck mal, da hinten kann man aber was drehen. Jetzt echt? Oh, gar nicht gesehen. Dann dreh mal, ich gehe mal runter zu diesem komischen Ding, was du da hochziehst. Ach du Scheiße. Komm schnell runter. Was denn? Mir sind gerade die Lüftungsschächte aufgesprengt worden. Ich denke mal, gleich kommt wieder Besuch. I'm on my way. Und es steht, liegt was Neues. Die Sondenantriebe. Ach so, das sind die Antriebe, die wir brauchen. Ach so, ich dachte, das wäre eine Waffe. Das sah so aus. Sondenspitze haben wir hier gefunden. Okay, da geht's rüber. Das wird doch glatt gemacht. Nein, hier kommen wir nicht weiter. Warte mal. Was ist da hinten? Alles neu, alles gut. Aber eventuell könnten wir was mit der... Aber du was passiert da? Der kommt zum Fahrstuhl hoch. Ah, da ist die Sonde drin, warte. Halt mal. Ja, ich halte. Ab. Hast du, kann okay, ich runter? Santos. Ja, kannst du. Ich glaube, ich habe alle Teile. Ja. Glauben Sie, Sie können ihn rekonstruieren? Ich muss nur eine Bank finden und den Plan abrufen. Sollte nicht allzu schwierig sein. Warum habe ich denn erst zwei Sondenteile gefunden? Na, ich habe das dritte gefunden. Ach so. Ja, oder? Laternen. Diese düstere Atmosphäre. Ein einsamer Planet. Sie bei mir zu Hause. Alle kalt. Ja. Da ist keiner, der mir mal die Hand hält. Oder so. Bei mir auch nicht. Kann alles kann nicht wahr sein, Leute. Wir können ja so mal die Double Face Cam einrichten. Wow! Ach, Scheiße. Er ist schon wieder da. Okay, let's get. Direkt Stase drauf und Pipi. Wow. Fuck. Okay, und weg, aua. Und schon wieder einen auf den Kopf gekriegt. Ich krieg die Krise. Aber kein Problem. Das geht direkt weiter und direkt auf die Arme schießen. Damit haben wir doch Erfahrung mit unserem kleinen Freund. Zack. Okay, und nachladen. Ich hab doch noch den Granat. Nein, ich hab den Elektroschocker dabei, aber.
Aua. Ja, das gibt's doch nicht. Lass mich doch mal raus aus dem Loch. Das sieht sehr... Hast du Straße da? Das ist alles. Aua. Nein, 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 nein. Fuck. Roll dich weg, roll dich weg. Mit Doppel-SRG. Dann macht er dem natürlich auch keinen Schaden, wenn du dich wegrollst. Erstmal in Sicherheit kurz. So. Nein, ich verteile die ganze Zeit meine Bolzen. So, der kriegt jetzt die volle Schocktherapie. Boah, irgendwie geht der Schocker gerade los. Stase. Stase, der sieht gut. Lass mich in Ruhe. Fräulein. Jetzt kommst du in eine Wurst. Jetzt haut er wieder ab. Ey, was ein Schisser. Bleib stehen, du scheiß Drecksding. Leute, dieses Biest läuft immer von mir weg, bevor ich es killen kann. Nicht mal eine Verschnaufpause. Wenn der Sensor funktioniert, haben wir die Position der Maschine. Wenn dieser Planet uns nicht vorher umbringt. Wir finden ihn. Bin bald wieder hier. Wir finden und killen ihn. Der Olle. Hey, war von uns jemand im Waffenarsenal? Nein. Warum? Mist, dachte ich mir. Jemand hat eine Spur aus Leuchtfackeln hinterlassen und die brennen noch. Oh versiegelt. Gott. Du glaubst doch nicht, dass Danik und seine Leute... Ich werde es rausfinden. Da müssen wir auf jeden Fall... Warte mal. Optionale Zielwaffenarsenal. Das heißt also hier hinten... Das Munitionslager. Ist das das Munitionslager? Ich hoffe doch. Hier sind Fackeln. Und er hat was von Fackeln gesagt. Ja, dann lass mal da reingehen. Wir sehen das ja, wenn wir drin sind, was das ist. Auf jeden Fall die optionalen mitmachen, haben wir ja gesagt. Okay, das hier waren wir auf jeden Fall noch nicht drin. Nein, auf jeden Fall. Okay, hier liegen auch überall Fackeln. Ich glaube, das ist gemeint. Ich gehe jetzt erstmal kurz hier an die Werkbank. Ja, wir haben ja irgendwas Neues gekriegt. Mal gucken, ob wir das verbauen können. Sonderantrieb, Sondenrahmen, Sondenerweiterung. Herstellen. Ah, klar. Dann haben wir die Sonde. Unser Sucher ist wieder da. Ich hab mal diese Sonde, die wir gebaut haben, habe ich jetzt mal genommen. Okay. Diese Waffe kann nicht modifiziert werden. Okay, irgendwie da Oleg, da nein, mit Olegs Dorf. Was nehme ich denn? Brandgranaten. Wow, für Wissenschaftsausrüstung sieht das ziemlich tödlich aus. Was soll ich damit machen? Laut Recherche haben die Wissenschaftler ihre Messungen innen vorgenommen. Guck mal, die Kabel. Wir wohl den Bauch der Raketenwerfer? Das würde zumindest die Harpunenkanonen erklären. Oh, gut. Wie konntest du vorhin diese Dinger zünden? Mit Maustaste drücken. Ach, du hast schon du hast so... Nee, ich hab gerade diese Sonnendings gebaut, was wir gefunden haben. Jetzt echt? Warum hast du das? Wo ist denn das? Das kann nur einer bauen. Ach so. Und das war als Option, als ich an die Bank gegangen bin, wahrscheinlich, weil ich als erster rangegangen bin. Davon musste ich aber auch eine Waffe wegnehmen. Ich hab ein Artefakt gefunden. Okay, nice. Ja, mal gucken, ob das nice ist. Ich weiß es nicht.
Wir werden es ja sehen. Das stimmt. Ich werde mir noch kurz ein paar Medipacks machen, weil ich nichts mehr habe. Verbrauchst du so viele oder warum machst du immer so? Ja, gerade einmal. Ich habe gerade nur ein kleines so verbraucht. Welche. Ich habe mir nur, glaube ich, nur am Anfang ein paar gemacht. Die schleppe ich aber immer noch im Inventar rum. Ach, jetzt habe ich die Scheiß. Okay, let's fetz. Warte mal, irgendwas ist hier. Was ist das denn? Ja, ist ja wahrscheinlich wieder. Hast du die doch oder was? Ja. Nee. Die muss man wohl irgendwie gerade nehmen. Nee, du hast eine andere, oder? Nein, ich hab die gleiche. Na doch, okay. Ja, keine Ahnung. Wie die ist. Ab in den Fahrstuhl. Herzlich willkommen im Kaufhaus. Keine Ahnung wo. Wir haben 60% auf alles. Okay. Ach, guck mal, was wir hier haben. Eine Bahn. Eine Bahn? Ja, eine Bahn. Ist ja nett. Lass jetzt mal kurz einen Suchallein los. Okay, was erwartet uns da wohl? Können wir ja wohl wieder weit weggehen. Warum hat denn jetzt eine halbe Stunde gebraucht, um den Sucher auf den Boden zu legen? Keine Ahnung. Na dann mal rein in die Bahn. Bist du drin? Ja, ich bin vorne eingestiegen. Okay, warte, ich bin auch sofort drin. So, wo kommen wir denn hier überall hin? Gucken wir mal. Oh, wir haben hier mehrere Auswahl. Vorratslager, verriegelt. Waffenarsenal, aktuelle Position. Archäologie. Ja, da war doch auch was gewesen. Markerisolierung, Mülldeponie. Ja, würde ich sagen. Ja, aber dann würde ich erstmal kurz rausgehen hier und hier weitermachen. Weil hier muss ja irgendwo weitergehen im Waffenarsenal, oder? Ja, da hinten. Ich glaube auch. Oder was? Oder wie? Guck mal. Nee, guck mal, ist einbetoniert. Die Tür. Okay, die Tür ist auf jeden Fall zu. Kommen wir hier lang? Nee, hier geht's weiter. Guck mal. Hier geht's. Ja, und dann können wir auch zur Archäologie gehen. Oder sind wir mit dem Fahrstuhl runtergefahren? Boah, Nein, sind wir. Ja, sind wir. Doch, sind wir. Sind wir? Okay. Dann geht's wieder runter. Wir sind so verpeilelelelelt. Ich würde auch sagen, machen wir hier mal einen kurzen Break, Freunde. Dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, bis zum nächsten Mal.